Zu 100% ausschließen kann man Lawinengefahr nicht, aber, und das ist die gute Nachricht, man kann mit wenigen Regeln, mit wenigen Empfehlungen sein Risiko minimieren. Wir haben hier in AutoActive auf Alpenverein aktiv diese Grundformel, alles aus einer Hand. Wir möchten auf dieser Plattform alles anbieten, was für Bergsteigerinnen und Bergsteiger wichtig ist und relevant ist, um sicher unterwegs zu sein. Und im Bereich Skitouren sind es vor allem unsere Angebote, dass wir den Lawinenwarndienst dort präsentieren, direkt bei der Tour. Erfahre ich, wie gefährlich ist es heute, wo sind die Gefahrenstellen, was ist das Lawinenproblem. Dann haben wir jetzt auch ganz neu diesen ATHM-Layer, nennt er sich. Ein Layer, den ich über die Karte legen kann, der mir anzeigt, wie geeignet das Gelände für Lawinenauslösung ist. Ganz ein geniales, neues Feature, das wir jetzt seit 2 Wochen auf AutoActive und Alpenverein aktiv anbieten. Immer aktuell und relevant, bieten wir seit Jahren, ist der Hangneigungslayer, der wirklich eine Revolution war im Bestimmen von Steilhängen. Was früher mühsame Arbeit war in der Karte und mit Lineal herausmessen, was niemand getan hat, weil es so lästig war, ja, haben wir jetzt einfach durch einen Klick auf der App im Portal, habe ich diesen Hangneigungslayer und ich sehe mit 3, 4 Farbstufen, wie steil, wie anspruchsvoll meine Skitour ist. Das ist ein unglaublicher Gewinn. Auch das Kartenangebot ist enorm nützlich. Ich frage heute oft gar nicht mehr, was ist die beste Karte, sondern ich möchte mehrere Karten zur Auswahl haben. Und in Österreich auf AutoActive, auf Alpenverein aktiv, habe ich 4 verschiedene Karten, eigentlich 5, wenn ich OpenStreetMap auch noch dazu nehme. Und nicht für jede Frage ist dieselbe Karte die beste. Ich kann also wählen zwischen diesen Karten und die entsprechenden Layer einschalten und ausschalten. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was ein Riesennutzen ist, ich habe Hunderte, bald Tausende Skitouren genau beschrieben auf dieser Online-Plattform. Das heißt, von erfahrenen Tourengehern, Einheimischen, gute Beschreibungen und Bildergalerien, die mir einen Eindruck vermitteln, was mich auf dieser Tour erwartet. Zusammen mit den ganzen Anreiseinfos, Parkinfos, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und. Das sind schon wichtige Werkzeuge, was wir auch haben, aber wo wir noch daran arbeiten müssen, da sind wir noch nicht zufrieden, sind die aktuellen Bedingungen. Da läge noch viel Potenzial drinnen. Wenn wir unsere Community dafür motivieren, zunehmend, dass sie ihre aktuellen Beobachtungen draußen im Gelände am selben Tag noch posten auf dieser Plattform, dann könnten wir ein flächendeckendes Informationsnetz aufbauen, das Leben retten kann.